Guten Tag, ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge, Nachbehandlung von Operationen, Verletzung der Hornhaut. Ich mache mein Zeichen weg. Bei dem Buch muss man aufpassen. Der Text radiert sich leicht weg. Deshalb mit Bleistift Notizen ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt am Anfang einen einführenden Text, den lese ich jetzt vor. Entzündungen am Auge, Nachbehandlung von Operationen, Verletzung der Hornhaut. Entzündungen können ein einzelnes Gewebe im Auge, beispielsweise die Bindehaut, die Hornhaut oder die Lederhaut betreffen. Entzündungen können ein einzelnes Gewebe im Auge, beispielsweise die Bindehaut, die Hornhaut oder die Lederhaut betreffen. Oft erfassen sie auch mehrere Gewebe zugleich. Eine Entzündung kann sich auf die Nachbargewebe dieser Augenstrukturen ausbreiten. Operationen wiederum führen im Gewebe zu Reaktionen, die einer Entzündung ähneln. Sie werden ebenso behandelt wie die hier genannten Entzündungen. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Für Verletzungen der Hornhaut gibt es rezeptfreie Mittel, aber eine Hornhautverletzung sollten Sie auf keinen Fall ohne ärztlichen Rat behandeln. Für Verletzungen der Hornhaut gibt es rezeptfreie Mittel, aber eine Hornhautverletzung sollten Sie auf keinen Fall ohne ärztlichen Rat behandeln. War eine Unachtsamkeit oder ein Unfall die Ursache, muss das Auge untersucht und die Behandlung danach ausgerichtet werden. Zur Nachbehandlung nach einer Augenoperation können die Mittel zwar selbstständig eingesetzt werden, doch ihre Anwendung sollte auf der Anweisung eines Arztes beruhen. Da steht da so. Wann zum Arzt? In jedem Fall sollten Sie sich an eine Augenarztpraxis wenden, wenn zu den Augenbeschwerden Schmerzen hinzukommen, wenn sich die Sehfähigkeit verschlechtert oder Sie fliegende schwarze Punkte oder Flusen vor den Augen sehen. Bei starken Entzündungen der inneren Augengewebe kann sich das gesamte Weiß der Augen stark röten. Dann kann das Auge getrübt erscheinen. Die Sehfähigkeit kann leicht, aber auch schwer beeinträchtigt sein. Es können heftige Schmerzen auftreten, die als im Augeninneren sitzend empfunden werden und sich bei Licht verstärken. Eine geringfügige Hornhautverletzung kann nahezu unbemerkt bleiben, rasch wieder heilen und folgenlos vergehen. Dennoch birgt jede Verletzung der Hornhaut ein nicht unerhebliches Risiko, weil sie eine Eintrittspforte für Keime in das Augeninnere sein kann. Daraus können sich gefährliche Infektionen, in Klammern Hornhautgeschwür, Klammer zu, entwickeln. Was bringen neue Medikamente? Seit Mitte 2013 stehen Augentropfen mit dem Wirkstoff Nepafenac, ein neues, nicht steroidales Antirheumatikum, zur Verfügung, um Schmerzen und Entzündungen nach Kataraktoperationen vorzubeugen und sie zu behandeln. Bei Diabetikern soll es außerdem das Risiko verringern, dass sich nach einer Kataraktoperation ein Makulaödem bildet. Das Mittel wirkt im Vergleich zur Behandlung mit einem Scheinmedikament besser schmerzstillend, hat aber keinen relevanten Vorteil gegenüber anderen vergleichbaren Arzneien. Zudem enthält es Konservierungsmittel. Was kann ich selbst tun?
Bei einer Augenentzündung sollten Sie Ihren Augen Ruhe gönnen. Bei einer Augenentzündung sollten Sie Ihren Augen Ruhe gönnen. Lesen und langes Arbeiten am Bildschirm belastet die Augen. Fernsehen strengt hingegen kaum an, weil die Augen dabei nicht von Zeile zu Zeile springen müssen. So, es geht um die bewerteten Mittel und Wirkstoffe. Es gibt rezeptfreie Medikamente, die geeignet sind und auch geeignet sind. Und es gibt auch ein wenig geeignetes. Ich lese nur die geeigneten vor. Das ist Dexpanthenol. Das ist Tetrazolin. Dann gibt es hier weißes Vaselin, dünnflüssiges Paraffin und Wollwachskohole, was auch immer Wollwachskohole ist. Das ist auch geeignet. Das habe ich schon. Dann gibt es hier Nafazolin, das ist auch geeignet. Vibrocatol ist geeignet. Ja. Und bei den rezeptpflichtigen Medikamenten gibt es auch geeignete. Das ist Dexmetason. Das ist im Wesentlichen Dexmetason. Dann gibt es Hydrocortison, ist auch geeignet. Fluorbiprofen ist geeignet und Prednisolon ist auch geeignet. So, und es geht weiter mit den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen, den Wirkstoffen bzw. Wirkstoffgruppen nach. Ach, Diclofenac ist auch geeignet. Und es geht los mit den Alpha-Sympathomimetika. Alpha-Sympathomimetika in Klammern Augentropfen. Das ist die nächste Folge.